ein herzliches Willkommen an meine Zuschauer. Ja, ich bin heute mit dem Kramer unterwegs. Jawohl, mit dem KA15. Ich habe Futter geholt. Steht schon hinten auf dem Anhänger. Ich sitze auf dem Kramer schon drauf. Wir machen uns jetzt auf dem Heimweg. Und das filme ich einfach mal. Da wünsche ich schon viel Spaß. Verzweifeln. Ich bin drin losgefahren und dann war der Akku schon wieder leer. Jetzt musste ich bis daheim warten. Ich musste extra einen Ersatzakku mit und dann hat er auch nicht mitgemacht, weil es jetzt kalt war. Toll. Scheißdreck war's. Bei Endresultat, was ich euch aber sagen wollte, der Schlepper läuft. Er hat gezogen wie Sau am Dorfberg. Okay, da geht es ein wenig steil auf. Musste ich in der dritten Runde, das hat er im vierten nicht gepackt. Im fünften kannst du gar nicht davon reden. Aber er hat den Hänger gezogen. Ich meine, ich muss dazu sagen, der Hänger hat leer schon fast eine Tonne. Okay, ist ein wenig übertrieben grob aufgerundet. 740 Kilo leer. Das Futter drauf, das war nahe jetzt circa vom Gewicht, ja, ich schätze mal knapp 200 Kilo. Also, naja, es war annähernd die Tonne, die er hinten dran gehabt hat. Ich muss halt dazu sagen, 15 PS. Aber er rennt. Und das ist schön. Ja, und jetzt wird man natürlich auf der Kamera so gut wie nichts mehr erkennen. Aber da steht mein Gespann. Herrlich. Ein richtig schönes Gefühl. Ja, räumen wir ihn auf und dann ist für heute gut. Thank you.
Ja, damit wäre dem KA15 seine erste richtige Jungfernfahrt ohne Zwischenfälle, ohne Probleme geglückt. Er ist gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hat mir keine Probleme gemacht. Wie gesagt, man muss sich halt noch dran gewöhnen. Der hat ein bisschen weniger Leistung wie der KL300, ist ganz klar. 15 PS, 28 PS. Und vom Gewicht her sind sie ja fast gleich auf, kannst sagen. Und ja, von daher ist er eigentlich ganz einwandfrei gelaufen. Man muss halt bloß dran denken, also wie gesagt, am Dorfberg habe ich es dann gemerkt. Da musste ich dann in der dritten Runde, habe ja eigentlich gehofft, es nimmt es wieder auf, aber offensichtlich nicht. Tja, so läuft das halt, ne? Dafür mache ich auf Instagram wieder ein paar neue Bilder davon, von dem Gespann. Da habe ich gerade noch Bilder gemacht. Und ja, die nächste Fahrt auf der Straße habe ich natürlich vor, euch wieder zu zeigen. Mal gucken, was das nächste ist, was kommt. OKF wollten wir mal machen. Von daher, da keine Angst. Ich fahre auf jeden Fall nochmal mit dem Kramer. Das war nicht eine einmalige Sache, sondern das war wirklich einmal die Jungfernfahrt. Und es ist halt ärgerlich, dass es nicht gefilmt hat, aber es kommt alles nach und nach. Gut. Ja, so schnell geht's. Jetzt haben wir schon wieder Montag früh. Samstag war ich noch mit Kramer unterwegs. Gestern ist nicht viel passiert. Und jetzt haben wir Montag früh. Ja, mir geht's ehrlich gesagt irgendwie gar nicht gut. Aber hilft nichts. Auf die Arbeit müssen wir trotzdem. Ich bin vorhin aufgestanden. Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. Mir ist total schwindelig irgendwie. Irgendwie nicht gut. Na, egal. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich habe gestern Baiser gemacht und ich war im Discord unterwegs und das habe ich auch gesagt und da hat jemand nicht gewusst, was Baiser ist. Ich zeige euch einfach mal, wie es ausschaut. Ich habe gestern selber gemacht Eierlikör und ja, nachdem ihr beim Eierlikör bloß das Eigelb braucht, habe ich gedacht, naja, dann nimmst du das Eiweiß und machst gleich noch einen Eischnee und machst da draus Baiser. Und das Ganze schaut jetzt optisch so aus. Ist quasi schön trocken. Schaut fast ein wenig aus dem Bauschaum, schmeckt aber viel besser. Ja, der Eierlikör habe ich gemacht und der steht im Kühlschrank drüben im Keller. Der ist auch fertig. Das mache ich ab und an nochmal, dass man so irgendwas daheim hat. Kann man ja alles selber, man muss nicht immer nur kaufen. Man kann es auch selber machen. Tja, wie macht man die ABC? Nimmst normalerweise 4 Eiweiß und ein Eiweiß rechnest du mit ca. 30 Gramm und 4 mal sind dann 120 Gramm und ca. genauso viel Zucker brauchst du dafür und das verrührst du kräftig, eine Prise Salz dazu, einen Schuss Zitrone, muss richtig aufgeschlagen werden, muss schnittfest werden, also normalerweise erst das Eiweiß aufschlagen. Wenn sie richtig fest wird, eine Prise Salz dazu, den Zucker dazu, vorsichtig unterheben und ein bisschen Zitrone mit reinträufeln und unterheben. Die Masse ist dann normalerweise wirklich so schnittfest, du fährst mit dem Messer durch und der Schnitt bleibt bestehen. Oder, wie es früher gemacht wurde, ist einfach die Schüssel einmal rumdrehen, wenn es drin bleibt, dann ist alles gut. Oder die Fingerprobe, so haben wir es in der Bäckerei gemacht. Finger rein, rausziehen, dann hast du normalerweise unten so einen kleinen Zipfel dranhängen und wenn du rumdrehst, dann muss der stehen bleiben. Ja. So funktioniert es und dann kommt es in den Ofen für 1,5, 2, 3 Stunden und muss dann bei knapp 100 Grad durchtrocknen. Und das ist das Ergebnis. Ja Leute, da haben wir schon wieder Montagabend, so schnell vergeht die Zeit. Ich habe heute wieder ganz normal gearbeitet. Livestream am Wochenende kam leider nicht. Die Kamera ist leider kaputt. USB-Stecker, brauche ich erst eine neue. Oder auch nur einen USB-Stecker, ja keine Ahnung. Die wird auf alle Fälle nicht mehr vom Computer erkannt, blöd gelaufen. Ja, deswegen kam da nichts. Jetzt aber mal zu einem anderen Thema. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich hier draußen am Fahnenmast immer eine Fahne hängen. Eine britische Fahne. Ja, da haben sich schon einige gefragt, warum. Das habe ich ja jetzt auch schon erklärt, warum. Das hängt mit meinem Auto zusammen, mit dem Hobby. Aber die alte Fahne, die war so kaputt und zerfetzt, die habe ich entsorgt. Und jetzt hängt da quasi im Moment nichts dran. Die ist jetzt leer. Und ich hätte zwar noch so eine Fahne,
aber die wollte ich nicht nachhängen. Drum habe ich mir gedacht, ach komm, schaust da mal noch was anderes. Mir fällt da nämlich was Passendes ein. Nachdem ich so viel Schlepper habe, könnten wir ja mal was anderes anhängen, ne? Und deswegen habe ich mir eine Kleinigkeit gegönnt. Die zeige ich euch mal. Ich pappe euch mal kurz wo an. Die neue Fahne. Kann man es lesen? Tja, das ist verkehrt rum. Also echt. Da haben wir sie. Ja, Krame. Die gehumt jetzt als neue hin. So ist der Plan, so sieht's aus. Ich hänge sie bloß aktuell noch nicht raus. Die ganzen Frühjahrsstürme, die wir jetzt immer wieder haben, im Moment ist es zwar windstill, aber vorhin hat er mal richtig schön der Wind gepfiffen, da hat es richtig drüber gepeitscht und bevor die Fahne dann gleich kaputt ist, habe ich gesagt, warte ich noch ein bisschen, bis das Wetter noch ein bisschen besser wird und dann kommt hier eine Mast dran. Passt ja jetzt, ich habe ja schließlich zwei Krame. Und was würde da besser passen als eine Kramerflagge, ne? Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir mal die Viecher. Die Schweine warten schon und die Hühner natürlich auch. Die kriegen jetzt hier Futterration und gehen dann gleich in den Stall. Ja, mittlerweile 5:30. Schaut gar nicht so aus. Schön, wenn es jetzt wieder länger hell bleibt, aber lang ist es nicht. Dann haben wir Uhrenumstellung, dann passt es wieder nicht mehr. Au, das war schon wieder der Zaun. Also mit der Uhrenumstellung passt es dann früh wieder nicht mehr, als früh wieder Sau kommt. Naja, die sind schon wieder laut. Hunger! Ganz doll Hunger! Ja, hat heute schön gepisst, alles wieder schmierig. Damit müssen wir irgendwie leben. Gut. Dann hast du mal die Hühner rein. Und dann kriegen die Schweine hier wieder. Und dann schauen wir mal rein. Dankeschön.
Okay. Sechs. Acht Stück. Hey, das war's. Ja, die Ausbeute von einem Tag. Die Witterung draußen ist besser geworden. Das gefällt die Hühner besser. Dann legen sie auch mehr. So, das tue ich jetzt gleich einmal auf. Dann geht's zu den Hunden und dann geht's zu den Pferden. So, bei den Pferden hinten bin ich auch fertig. Die haben jetzt komplett frisch. Ja, gestern war ausgemistet. Heute hat es schon wieder so ausgeschaut, aber ich gedacht, nein, dann mach ich's gleich komplett. Alles andere wäre Blödsinn. Ja, da steht die Hanna, der Maggie, die Emma, der Gandhi und der Joggel da hinten. Die lassen sich jetzt gut gehen. Draußen haben sie gerade ihr Gemüse gekriegt. Jetzt kriegen sie noch ihr Heu und Stroh. Und dann ist hier hinten im Stall auch schon wieder Feierabend. So schnell geht das Ganze immer. Ja, das ist meine tägliche Arbeit. Gerade hat 6 geläutet. Also bin ich heute relativ pünktlich fertig. Komme ich gleich noch zum Abendessen. Heute gibt es Maultaschen. Was Feines. Ja. Und nach dem Abendessen dann gleich wieder Video schneiden. Und anschließend mehr oder minder schon wieder ins Bett. Weil morgen arbeiten wir ja wieder. Ja, so ist wie gesagt jetzt immer der Tagesablauf. Es passiert halt jetzt aktuell nicht so viel. Noch nicht so viel. Zwecks die Flächen. Ich muss mal gucken. Vielleicht fürs nächste Video, weil momentan ist das Wetter einfach so unbeständig, da habe ich keine Lust, da UKF mit dem Kram zu machen. Vielleicht fürs nächste Video kriege ich es hin. Schaut aber aktuell so aus, dass ich diesen Samstag arbeiten muss. Ja, ich bin gefragt worden, habe ich gesagt, das muss ich abklären und da stand ich aber trotzdem im Plan drin. Eigentlich hätte ich hingegen nicht sagen können, nö, aber nee, jetzt gehe ich halt trotzdem arbeiten. Und ja, dann schaffe ich das da nicht. Unter der Woche arbeite ich immer bis 4, bis ich daheim bin, ist 4:15. Dann habe ich den Stall zu machen, die Viecher zu machen. Ja, und dann noch einmal mit dem Bulldog losfahren und die Runden drehen. Wie gesagt, sobald ich das einmal schaffe, dann zeige ich euch die Flächen. Aktuell ist es definitiv so, alle Wiesen sind wieder in Bewirtschaftung, also die Wiese da unten gleich. Die Grundstücksfläche sowieso diese Wiesen. Die Wiese am Bahndamm ist wieder zum Bewirtschaften. Offiziell jetzt ab 31.03. Da läuft quasi der alte Vertrag dann aus und ab da steht sie mir wieder voll zur Verfügung. Und ja, die Fläche in Petzberg draußen, der Acker, der da noch ist, den dann erst im Herbst, das geht vorher nicht, der ist schon als Stilllegung beim anderen Bauern angemeldet, der kriegt dafür quasi diese Greening-Prämie und daher kann ich da jetzt nicht hergehen und kann verlangen, das will ich jetzt haben. Der hat es schon angemeldet und ich kann da nicht hergehen und kann es jetzt umbrechen und irgendwas drauf anbauen. So funktioniert es halt auch nicht. Wie gesagt, das ist die einzige Fläche, die da noch fehlt und die kriege ich halt dann im Herbst. Da kann ich sie dann mit rumackern und nun schauen wir mal, was wir drauf tun. Plan ist entweder Luzerne, dass ich Luzerne Heu mache oder je nachdem, wie sich das Wetter Heu dann ergibt und wie der Boden ist und die Beschaffenheit da draußen ist. Eventuell irgendwas getreidemäßig. Muss ich mal gucken. Also wie gesagt, Dinkel wäre sowas, was mich reizen würde. Da hätte ich einen Abnehmer dafür. Hafer wäre auf jeden Fall was, was mich reizen tät. Mal gucken. Das wird man sehen. Ja, und die Grünflächen. Das ist ja alles zur Heubewirtschaftung, ganz klar. Einen anderen Zweck hat die bei mir nicht. Ja. So viel auf alle Fälle zu den aktuellen Themen wieder bei mir. Mehr ist wie gesagt wieder nicht passiert. Ja, von der ersten Probefahrt vom Kramen, das hat ja leider nicht so toll funktioniert, wie ich gedacht habe. Blöd, wenn die Technik streikt und der Akku leer ist. Hätte ich gerne die volle Fahrt gezeigt. Hat richtig Spaß gemacht und vom Gefühl her fährt er ein bisschen schneller als der KL300. Wäre theoretisch sogar möglich, weil er ein bisschen größere Reifen drauf hat. Aber ja. Vielleicht ist es Täuschung, aber es hat Spaß gemacht damit zu fahren. Schön mit dem Zweiachser hinten dran, hat richtig Laune gemacht. Einfach einmal das Fahrzeug zu bewegen und der hat ja wie gesagt top durchgehalten. Jetzt sind dann
fast die 10 Betriebsstunden erreicht. Das heißt, da können die Köpfe dann nochmal nachgezogen werden, dass das dann wieder alles gescheit angeknallt ist, dass das alles hält und dicht ist. Ja, und dann, ich habe am Samstag jemanden da gehabt, der hat die Motorhaube geholt, ein Zuschauer. War ein nettes Gespräch, was wir da geführt haben. Danke dafür nochmal. Ja, und dem habe ich schon gesagt, da sind noch einige Leckagen dran. Da kommt ein bisschen Öl, da tropft noch das Wasser vom Kühler. Das sind halt die Dinge, die noch, ja, hängen bleiben. Zwecks Kühler, da habe ich jetzt beim Ersatzteilversorgung angerufen. Da schaut es jetzt so aus, da muss ich jetzt wieder bis April warten. Wieder noch 2 Wochen. Ist immer noch nichts passiert. Im Internet, das haben wir jetzt schon einige geschrieben, da wird ja einer angeboten, da habe ich mich schon gemeldet, da kam aber leider noch nichts zurück. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Wer weiß, vielleicht, dass das noch was wird. Und ansonsten, ja, irgendwann wird da schon ein neuer Kühler auftauchen. Bloß ein neues Netz neu machen lassen, das werde ich definitiv nicht. Weil einen Geldscheißer habe ich nicht und den Betrag, den Starkeisen hat, nee, beim besten Willen nicht. Das lasse ich schön bleiben. Ansonsten, ja, wird es das für dieses Video gewesen sein. Mehr ist nicht. Wie gesagt, die Neuanschaffung, die Fahne habe ich euch ja gezeigt. Sobald sie hängt, werde ich das auch nochmal im wehenden Zustand zeigen. Bloß bei Sturm hänge ich sie, wie gesagt, nicht, dann ist sie gleich kaputt, das will ich auch nicht. Vor allem tut es dem Mast auch nicht gut, das ist ja bloß ein einfacher Alumast. Wenn das da auch mal gescheite Böen einhaut und den knickt es ab, dann tja, kann ich mir wegschmeißen. Wäre ja nicht so toll. Deswegen bleibt es jetzt erstmal unten. Klar, jetzt schaut es wieder optimal aus. Aber ich bin heute früh fortgegangen, dann war das Wetter auch so. Dann war ich auf der Arbeit, bin auf dem Weg rübergelaufen, dann hat es das Regnen angefangen. Dann haben wir gearbeitet, dann war es zwischenzeitlich wieder herrlichster Sonnenschein draußen. Dann hast du gedacht, oh herrlich, kein Wind, keine Luft, kein nix. Und im nächsten Moment wieder schwarzer Himmel, das hat gestürmt, das hat gedrascht, Schneeregen und. Wie gesagt, also das sind jetzt diese typischen Frühjahrsstürme und das typische Aprilwetter im März halt schon, ne? Aber das kriegen wir auch gar rum. Ja, und dann, wie gesagt, gibt es da mal gescheite Fahne. Da gehört dann eigentlich einmal die 2 Schlepper da vorne nachgestellt, die Fahne dann schön im Hintergrund wehend. Und dann auch mal ein Foto gemacht. Das wäre ja das Richtige für die Kramerwerke. Ja, gut. Na dann, wie gesagt, das war's jetzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Mal gucken, was bis dahin passiert. Wie gesagt, Livestream, sobald die Kamera wieder funktioniert oder sobald ich eine neue habe, machen wir da auch wieder ein. Das ist ganz, ganz klar. Und ansonsten, man hört sich auf jeden Fall am Freitag wieder. Bis dahin, schöne Woche. Servus.